So, dann wollen wir mal sehen, ob wir das hier in Orcasm schaffen mit der Arena. Mit dem Hyperion-Gemetzel. Zack. Ist es ein guter Tag voller Möglichkeiten? Können wir noch? Ach nee, schon gut. Brauche keine Granaten mehr. Wie ich immer Steuerung drücke, um schneller zu laufen. Tja, vielleicht sollst du das in Minecraft oder so mal oder hier mal umändern, die Ah, Tastenbelegung. ich glaube, ich komme immer durcheinander. Ich komme eher immer durcheinander mit dem Springen, dass man hier so fliegt. Ja, auch keinen Schaden kriegst, ne? So, dann wollen wir mal in die Arena eintreten. Mal schauen, was uns erwartet. Dieser Kampf wird lang und hart. Zwinker. So, mal schauen, was hier so alles auftaucht. Unloder. Das mit dem Selbstentzünden ist zwar ganz witzig, wenn man sich dann selber bufft damit, wenn man brennt, aber da macht er die ganze Zeit. Das nervt etwas. Oh, nein. Kritischer Schmerz. Was ist denn hier los? Wo? Metzelt mein Deathtrap? Was? Metzelt mein Deathtrap? Ich habe keine Ahnung, Oh, was was der ist denn da ein macht. Badass Loader? Ja, der hat mir gerade paar vor die. Oh fuck. Was bereite Leichenbeseitigung vor? What the fuck? Ich hab schon gleich wieder keine Munition Munition. mehr. Ja, das ist echt krass mit der Munition. Das ist man gar nicht mehr so gewöhnt, wenn man mal. Wow. Na komm schon. Ich will dich Was war denn das jetzt? Hä? Ich hab F gedrückt und bin hier in meinen Dingensmodus gegangen. Das war ganz komisch. brauchst du Hilfe? Weiß nicht. Ich hoffe nicht. Na komm. Mir tut Ne, niemals etwas passt. leid. Okay, gut. Direkt davor, den Das ist noch ein weggeballert. Badass Loader, Das ne? ging schon. Ja, ich versuch mal hier hinten die Gunloader wegzumachen. Oh. Die da so rumnerven noch nebenbei. Da liegt nämlich auch Munition rum, richtig viel hier. Oh, der Badass Loader hat ja nur noch. Der hat ja schon seine Arme verloren. Ja. Warum hast du dem Arm die Arme weggeschossen? Tja. Oh, hier liegt Ich was war mal so weg. Grünes. Necromancer. Irgendwas. Kein Plan, was gut würde, jetzt ehrlich. Ich habe Tja. keine Ahnung, wie ich diese Klasse spiele. Oh, meine Lieblings-Hyperion-Menschen. Lass mir ein paar übrig. Die sind ko ah, die Waffe ist ja komisch. Die hat ein komisches Zieldingsi. Was machst denn du? Halt's Maul! Halt's Maul! Verzeihung. Hab grad irgendwie einen plötzlichen Hustenanfall gekriegt. Macht Und ja ich wurde nix. abgeschossen mit so einem Schockding. Deshalb hat meine so geschrien. Fuck! Ah, gut. Lässig. Das ist voll nervig, ey. So bist du eben. Das ist voll komisch, dieses Zieldingens von der Waffe. Scheiße, was? Ernsthaft? Du hast den falschen Hund geweckt. Du hast den falschen Hund geweckt. War das Runde 1? Nee, war's nicht. Mhm. Wäre auch etwas zu einfach gewesen. Das war Welle 2 von Runde 1. Immerhin. Oh, fuck. Shieldbot. Da ist noch einer. Ja, sieh's. Zum Glück shielden die Bots gerade. Die anderen. Alter, deine blägt aber auch so rum. Das ist krass. Oh. Noch schlimmer als meiner. Was sind denn das? Ach so, Warloader. Oh. Die Schreie, das macht mich wahnsinnig.
Feuer in 3, 2, was? Da ist noch ein Warlord oder was? Ja. Aber das ist nicht tot. Ja, tot. Jetzt nicht mehr. So, was ist denn jetzt hier noch? Oh. Wieder Warloader gespawnt. So im Mist. Boom. Wow, nice. Meine Granate. Nicht Sniper-Munition. Tja, keine Ahnung. Hier liegt nur irgendwas Weißes rum. Ein Revolver. Revolver. Ist ja nicht irgendwo so. So. Boxen. Zum Aufmachen. Boxen? Nee. Aber wir können jetzt wieder hochfahren, ne? Und Munition kaufen, oder? Ja, genau. Ja, ja. Nächste Runde ist ja dann zu starten. Die nächste Runde. Okay, kannst du. Auf nach oben. Ah. Oh Mann. Fast hätte ich nachgemacht, aber nur fast. Was? Das. Ah. Ja. Warum hast du es nicht nachgemacht? Das Ende ist besser. Was? Komm, was für eine Herausforderung haben wir jetzt abgeschlossen? Wer? Wir. Wir? Ja, wir haben irgendwie eine Herausforderung abgeschlossen, dachte ich, ja. Stand zumindest irgendwas da. Stand irgendwas da, keine Ahnung. Na gut. Na gut. Na gut, na gut. Na gut, na gut. So, Ogo, Ogo. Ogo, Ogo. Ogo, Ogo. Für die Quest gab's kaum EP. Für die Mobs zwar etliches, aber für die Quest kaum. Das ist immer so witzig. Naja. Macht ja nix. Hep. Für welches Level ist die eigentlich hier? 28. Okay, mal schauen, ob wir das schaffen. Wir sind 28. Ja, und mal schauen, ob wir das schaffen. Naja, die nächste Storyline-Quest ist 30. Mhm. Deswegen machen wir das ja hier. Kein Vorspiel, was? Das ist ja ganz schön. Was? 3, 2, 1, 6. Mhm. Oh Mann. Das ist noch nie aufgefallen. Nee. Ist jetzt noch nicht so. Der Buff. Dann kommen wir auf den Ex-Paloter. Erde, Wind und Blut. Bam. Den hast du direkt getroffen. Am Explosionsdingens. Ja. Guck mal, da ist in der Luft. Das sind noch Hyperion-Menschen. Oh, ich mag Hyperion-Menschen. Ich mag die Aua! Hast du den zerschossen direkt über mir? Oder ist der direkt auf mir explodiert? Scheiße. Dann ist er wahrscheinlich direkt auf dir explodiert. Brauchen Sie Hilfe? Ja, ich glaube schon. Wo schieße ich denn hin mit der Waffe? Das ist ja Wahnsinn. Die trifft ja gar nichts. Die geht zwar ziemlich ab. Das war doch der Kopf, Mann. Ah, treffen tut man mit der gar nichts. Das ist ja Wahnsinn, ey. Verdammt. Achso, ich lasse die einfach. Du machst die eh besser weg als ich. Ja, die mache ich am liebsten. Die gehen ja auch am besten für die Sniper. Ja. Kopf wegzuschießen. Ja. Und hier kann man auch so schön mit einem Schuss. Oh. Ach, nehmen, scheiße. Komm. Voll. Weg mit dir, du Sack. Noch andere. Brenn die Wunde aus. Ach, noch mehr. Was? Noch mehr Ionloader, ja. Hm. Überall nur diese Scheiß. Es kommen ja auch keine anderen, das ist ja Wahnsinn. Zum Glück habe ich die Waffe von Moxie bekommen, die so krass ist. Mit dem Korrosionsschaden hier. Hm. Die ist echt, die geht echt total ab. Aber verballert halt auch Haufen Munition, das ist das Doofe. Reloader. Ich habe eine gute Korrosionssniper, das ist auch nicht schlecht. Ja. Also was heißt gut, sie ist okay. Ja, macht auch ordentlich Schaden, so wie es aussieht.
Au. Lalala. Oh Gott. Oh, die kommen ja rum runtergeflogen. Was sind denn das für welche? Ach, das sind diese... Diese Dingensloader. Diese... Ja, Power, die... Die fliegen können, oder was? Nee, die sich so komisch drehen. Nee, die fliegen können, sind die Jetloader. Das sind die, die... Ach so, mit ihren Armen so komisch drehen. Ach so. Ach, die. Ja. Oh, oh. Oh, was? Ja, ne, warte, oder ist die richtige vor mir gelandet? Was zu schreien, der Warlord kann doch nichts. Ja, vor allem kann man den so schön direkt die Arme wegballern. Die sind so riesig. Das geht dann leider auf den schwierigeren Schwierigkeitsgraden nicht mehr so gut. Was geht denn mit dir ab, Mann? Was kann ich? Vor so ein Powerloader, ne? Ach ne, ist egal, da dreht sich hier gerade in die andere Richtung. Hat sich erledigt. Damit ich den Powerloader in den Rücken schießen kann, weil wenn du den vorne ran schießt, wehrt er ja die Schüsse ab mit seinem Getreten. Mit seinen drehenden Armen da. Da reflektiert er die ja. Dann kriegst du selber nur auf die Fresse. Deswegen. Kannst du meine Schildbooster eigentlich auch aufnehmen? Ja. Kann ich. Was geht mit dem Ingenieur? Keine Ahnung, der ist irgendwie, ist der durch die Gegend geflogen, sag mal. Ach, nee, achso, ja, Ingenieure können halt weit springen, ne? Ach nee, das war scheiße. Die lädt doch so ewig nach, die Waffe. Fuck. Das war dumm von mir. Ach, komm mal. Oh, das sind Sniper. Oh, das ist schlecht. Oh ja, wo? Da hat die roten Strahlen überall auf der Map. Wieso sehe ich keine? Ach, da ist einer. Ich kümmere mich derweil noch um den Ingenieur. Aua, mein Schild. Ich muss mich besser verstecken. Du musst die wegziehen. Was? Ja. Moment. Sniper nicht verstecken. Oh. Ich hasse Sniper nachzuladen. Das dauert immer Jahre. Ah. Frag mal meine Waffe. Die ist auch krass. Ich muss eine Anhöhe suchen. Rücke vor auf erhöhte Position. Ey, das ist doch der Kopf. Mensch. Ja, danke. Ist der letzte jetzt? Noch einer daneben. Der ist gesleckt. Echt? Ja, schnell. Ja, ich sehe den nicht. Also okay, ich sehe nur dieses Lilane. Na, ist er tot? Nee, jetzt. Aber fast, ne? So, was ist jetzt da hinten noch? Ach, noch mehr. Die sind gerade neu gespawnt. Mhm, wieder Sniper. Yay! Oh, der steht auch so beschissen. Oh, der andere steht gut. Lass mir den anderen. Er hat zumindest kein Schild mehr. Wie schön, wenn er noch stehen. Der läuft halt die ganze Zeit. Sehr gut. Geht doch. Das ist ja richtig. Oh, ist doch egal, ich muss doch eh nur die Quest ab. Achso, willst du Munition kaufen? Ne? Ist dir aufgefallen, dass da drunter ein Dings-Symbol ist? Wo? Symbol? Achso. Unten drunter. Ja, hab ich gerade gesehen, ja. Okay, nee. Ich frage mich, wie man das kriegt. Naja. Um zu sterben. Gute Frage. Muss man schnell weg. Zu zweit geht's. Wenn der eine sich draufstellt und hochfährt, kann der andere schnell dann drunter hüpfen und das kriegen vielleicht. Ja, vielleicht. Zack. Ich bin nur gerade irgendwie aufgefallen. Runde 3. So, wieder essen. Munition kaufen, so. Ich bin ein verbrannter Toast, la 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 la. La 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 la. So. Nein, ach verdammt. Egal. Wolltest du das? Ja. Fallen langsamer als das Ding runterfährt. Zumindest auf dem kurzen Weg. So, Runde 3.
Jetzt wird's härter. Ich werde orale Unterstützung geben. Der Typ. Der Roboter. Macht dich bereit, von Kugeln penetriert zu werden. Ich finde den so witzig. Nee, die Dämpfer, oder? Ja. Granate, um die ins Gleichgewicht zu bringen. Dann kannst du drauf schießen. Entweder müssen sie sich rumdrehen oder du brauchst eine Granate. Dann werden die weggeschubst, dann sind sie aus dem Gleichgewicht, dann drehen sie nicht mehr. Ich muss Boogie tanzen. Was ist denn das für eine Herausforderung? Oh, da hatte der Paul oder keine Arme mehr. Ach, der Arme. Ja. Pass auf, da kommt ein Ding auf dich zugestürmt. Explode. Fucking Powerloader, ey. Und wo ist der letzte noch? Da oben hängt irgendwo einer fest, oder was? Ja. Ach, der hat uns nur noch nicht gesehen. Ach, da. Kritischer Schmerz. Ninja. Weißes Zeug. Nur für Geld. Ah, ja, ja. Oh nein, Hotloader. Autsch. Zum Glück macht mir Feuer nicht so viel aus. Die sind ja an sich nicht so schlimm, aber wenn dann... Was geht denn jetzt ab? Was ist denn los? Ich hab die halt alle weggemetzelt. Aber wenn die mich treffen, dann schreit meine gleich so. Das ist echt nicht auszuhalten. Wenn die so schreit? Ja. Wow. Wo ist denn jetzt noch einer? Ach, da. Da kommen auch wieder welche von oben. Voll witzig. Kettle, wenn die verkehrt rumstehen und du denen in den Rücken schießt, also dort, wo die den Gastank drauf haben. Ja. Dann explodieren die direkt, wenn du den Gastank zerstört hast. Okay. Oh, 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 aua. Was ist denn los? Oh, da hatte ich wohl gut erwischt. Da unten ist ein Heilding, sie. Oh. Hier unten, nicht eins. Wenn du auf mich zukommst, wenn du da drüber hüpfst. Ah, okay. Danke. Noch mehr Jetloader. Wie haben wir denn vorhin so viele kritisch getötet und jetzt machen wir kaum welche kritisch tot? Erst 6. Vorhin hat man in der ersten Runde schon 10 oder so. Noch mehr Jetloader. Ja, nice. Die sind auch nicht so schlimm, finde ich. Außer, also wenn die laufen, sind die voll schwach. Nur wenn die fliegen, ja, wenn sind die stark. Laufen, ja. Was? Wenn die fliegen, ja, sind die stark. Die ja. Hier oben ist noch ein Heildings. Oh, und da sind wieder Ingenieure. Hm. Danke. Ja. Bitte. Oh je, Ingenieure. Oh, oh, oh. Oh, oh. Wow. Wow. Wer schießt denn die ganzen Behälter hier? Was ist das denn? RPG-Loader ist jetzt hier noch am Start. Ach ja, der wirft Granaten. Yay. Nee, Raketen halt. Das ist ein Rocket Launcher. Bitch ist das. Huch. What the fuck? Bitch. Ja, direkt wieder tot. Ich hab den gekillt, eine Rakete. Pass auf, hier liegt eine Granate vor mir, ne? Ja, ich dachte, ich stehe weit genug weg, aber okay. Dich weggeschubst, ne? Was ist denn da rechts, so ne? Ein Pisser. So ein Raketenspasti. Raketenspasti. Naja, was anderes ist es ja nicht. Ey, die sind so ätzend. Weil du den scheiß Raketen auch kaum ausweichen kannst. Oh, mir geht wieder die Munition aus. Ja, nice. Und jetzt kommen sie wieder von hier oben. Oh, toll. Ehrenlauter. Ja, nice. Das war jetzt gut.
Den habe ich beim Schildbauen abgebrochen, hast du gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Oh, fuck. Was geht denn bei dir ab? Hm? Bei dem? Oh, fuck. Die Granaten sind echt nice teilweise. Also diese Singularity, die ich da hab oder so. Die ziehen die in eine Richtung. Und dann explodieren die. Das heißt, die Ionenloader werden weggezogen. Und kriegen dann noch Schaden. Voll gut. Voll. Und ein Shieldbot. Jo. Flop. Zack. Weg. Kommen noch welche. Ja. Hey, Suse. So. Und? Welle 4 haben wir abgeschlossen. Fehlt noch eine. Ist noch ein Shieldbot. Also oh, noch mehr. Da ist ein Constructor. Erst die Shieldbots fix. Edi, die Constructor aufladen. Gut. Oh nein, ich habe keine Granaten mehr. Ich aber. Oh! Oh, was war denn das? Nix Gutes auf jeden Fall. Kriegst du irgendwas tot? Ich weiß es nicht. Der baut einen Exploder. Fuck. Ach, den hast du kaputt gemacht. Okay, ich krieg den Constructor tot. Ich krieg den tot. Na komm. Nein. Oh, oh. Nicht gut. Ich bin wütend. Legt euch nicht mit mir an. Huch. Hm? Noch einer. Jetzt verarschen sie uns aber her. Oh, oh. Kann da nicht einfach eine Granate dabei sein? Oh oh. Was hat denn jetzt gelauncht? Ach so, ein Geschütz. Fuck. Ich fühle, wie die Raserei kommt. Komm schon, warum hat denn da keine Granaten dabei, ey? Tot. Oh. Sogar was Blaues getroppt. Eine Sniper, na klar. Eine Slack-Sniper. Ich nehme sie mal mit. Warte, ist sie besser als meine erste? Oh, die ist sogar besser als meine erste. Deine Slack-Sniper? Oh, guck mal, hier liegt auch noch Iridium. Cool. Krass, ey, krass. Verrückte Slack-Sniper. Ach, das war's. Die sieht doch ziemlich cool aus, muss ich sagen. Ja. Willst du mal unten bleiben? Ja, ich kann's versuchen. Ich will versuchen. Mal versuchen. Ich will, also, ich fahr hoch, so, du springst direkt runter und guckst, ob du rankommst an das Symbol. Puh, 3, ja. 2, 1, los. Ja, hab's. Das war aber knapp, oder? Ja, aber ging. Jetzt du? Ja. 3, 2, 1, los. Ja, nice. Ist ja direkt das Einzige, was man hier braucht, ne? Hm. Cool, da kann man eins. Eigentlich bringt es auch gar nichts, die Dinger einzusammeln, weil die eh nur ein Badass-Punkt geben. Die bringen so wenig, ja, das lohnt sich gar nicht. Aber wir sind ja Kammerjäger, ne? Ja. Wer den Punkt nicht ehrt, ist den Rang nicht wert oder so. Genau. Naja, ich bin ja mittlerweile schon Rang 11.119. Ja, du bist so gut, herzlichen Glückwunsch. Ja, krass. Ich bin ganz doll stolz auf dich. Was? Nichts. Verarschst du mich? Ich dich doch nicht. Ja, Mann. Ist auch Level up. Was? Ah nein, ich auch nicht. Warum hat er dann geschrien? Yeah, stärker oder so. Komisch. Hast du Badass-Token eingelöst? Oder eine Herausforderung bekommen? Also Token eingelöst? Ja, aber vorher schon. Also ich habe das ja hat es gesagt, als ich die Quest abgegeben habe. Äußerst mysteriös. Ja, komisch. Kann ich? No. So, Runde 4. Wie viele Runden gibt's? 5, glaube ich, oder? Das kann natürlich sein. In der Runde kriegt man auf alle Fälle ein Level up.
Zeit zu explodieren. Oh Mann, ey. Ach, das war das, wo dieses Flugzeug da von der Seite kam. Echt? Oh. Ja. Das ist so ätzend. Ach nee, das ist so eine Dreier-Sniper. Oh, oh shit. Ich glaube, dann nehme ich doch lieber die andere wieder. Triffst du sonst nicht, oder was? Ja, die geht dann immer so blöd hoch. Oh, fuck. Ich mag das lieber, wenn man auch mal schießt. Zielen. Ich nehme lieber die andere Sniper. Was? Ja, okay. Bad is so veo. Autsch. Mann, ist der krass. Er ist Feuer und Flamme. Er ist Feuer und Flamme. Bam, Level up. Nein. Gut erwischt. Hä? Gut erwischt, habe ich gesagt. Der flog gerade so über dich drüber, oder? Oder war das dein Death Trap? Ich habe keine Ahnung.